Es ist ein Grundanliegen von Liberalen und so natürlich auch der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, sich für Grundrechte, Menschenrechte einzusetzen. Meinungs- und Medienfreiheit sind mit das elementarste Grundrecht, das ein Mensch hat. Deshalb setzt sich die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit weltweit und auch in Deutschland für diese Rechte ein. Das kann je nach Land ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Wir unterstützen zum Beispiel Initiativen für das Recht auf Information, auch eine Grundlage, um sich besser zu partizipieren als Bürger. Wir bilden Journalisten aus, damit haben wir auch die Auslandsarbeit begonnen 1962 und das machen wir auch heute noch. Wir trainieren Blogger in technischen, aber auch ethischen Fragen, um der Welt mehr Meinungs- und Medienfreiheit, mehr Pluralismus und Meinungsvielfalt bieten zu können.